Herzlich willkommen in Berlin. Berliner Lifestyle, Six on the Mix. Das zweite Video für heute Abend. Alexanderplatz ist das neue Zentrum der Welt. Ich habe mich entschieden, ich verreise demnächst. Jetzt bin ich noch in Berlin. Aber in zwei, drei Tagen bin ich ganz woanders. Genießt die letzten Tage Berlin. Jawohl. Berlin in der Woche. Ihr wisst Bescheid. Oh, der Typ ist schon krass. Ihr kennt den Typen, ich war mal hier. Hab ihn mal gefilmt. So viel zur Einleitung. Jawohl, es geht weiter. Und die Frau am Rosen verkaufen, das ist Berlin, Freunde. Immer schön die Rosen andrehen. Herzlich willkommen in den Slums von Berlin. Zack, die Rose angedreht. Verzweifelte, alleinstehende Frauen. Ja, Berlin. Hier geht's ab, Freunde. Verstärker hier. Starker Verstärker. Papierflaschen muss sein. Berlin halt. Es ist noch einiges los, wir sind gerade mal 19 Uhr knapp. Von daher ist hier noch ein bisschen was los. Berlin lebt wie immer, die Rosenfrau. Ja, in ein paar Tagen bin ich ganz woanders, Freunde. Aber lasst euch überraschen, wofür ich mich entschieden habe. Wohin ich fliege. Auch Besoffene, die am Start sind. Komm, ich glaube, das war's. Das reicht mit der Einleitung. Starker Typ. Ja, ihr habt richtig gehört, ich fahre weg. Er sagt, er improvisiert hier gerade. Stark, starker Typ. Echter Künstler. So, wir verpissen uns. Berlin Alexanderplatz. Und ich wollte euch eigentlich voll quatschen, gerade mit dem Wegfahren. Also. Ich habe mich entschieden. Wir fahren weg. Aber das wird auch eine Überraschung sein für euch. Ich werde euch jetzt hier nicht sagen im Video, wohin es geht. Ihr werdet euch dann selber, wenn euch das Video reinzieht, die nächsten Videos, seht ihr dann, wohin ich gegangen bin. Ja? Ich habe mich nicht für Afghanistan entschieden oder für Seattle, USA, sondern ich habe mich für Hamburg entschieden. Kleiner Spaß. Von Hamburg aus fliegen die Flieger billiger als von Berlin aus. Deswegen dachte ich mir, wir fahren erstmal nach Hamburg morgen. Und besser gesagt heute, müssen wir mal gucken. Vielleicht buche ich das gleich heute und wir fahren nach Hamburg heute. Heute Nacht einfach. Scheiß drauf. Und dann von da aus gucken wir uns mal ein bisschen Flüge an, was da so läuft.
Und es gibt ja sehr viele Billigflüge von Ryanair. Und ich dachte mir, vielleicht können wir von da aus, von Hamburg aus, einfach spontan irgendwo hinfliegen. Muss nicht weit weg sein, kann auch Europa bleiben. Aber ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, wohin es uns verschlägt. Ich glaube, auch Freestyle ist schon, ist doch schon besser. Und ja, anstatt jetzt hier Sachen ständig zu planen. Ja, was soll ich sagen? Leute glotzen die ganze Zeit, weil ich mich selbst filme. Wir müssen ganz kurz zu der U2. Wo ist die U2? Wir müssen zu der U2 und kurz mal was essen gehen. Ja, ey, ich fahre weg. Ich fliege weg. Ich glaube, das ist jetzt die beste Zeit, hier zu verreisen auch. Und euch neuen Content zu bringen. Neue Aufnahmen zu zeigen, neue Content zu machen. Weil jetzt nur noch Berlin, Germany geht mir auf den Sack so. Let's get the fuck out. Ich fliege. Lasst euch überraschen, wohin. Wie gesagt, ich werde euch nicht verraten, wohin ich fliege. Ich fahre heute erstmal nach Hamburg. Heute Nacht. Und von da aus nehme ich mir einfach den... zufällig einfach einen Flug und fahre einfach raus aus Berlin, aus Deutschland. Ja. Wie gesagt, kann Europa sein, kann aber auch Richtung... So Marokko wäre geil. Marokko so irgendwie in die Richtung. Machen wir ganz spontan demnächst. Einfach fliegen. Einfach los. Ja. Und ja... Ich bin sehr gespannt, auch für mich. Ich mag ja auch so neue Dinge zu sehen. Oder plötzlich einfach raus zu sein, Dinge zu sehen, Orte zu sehen, wo ich noch nicht war. Und das macht mich so ein bisschen an. Ich war schon mal in Marokko, in Marrakesch zum Beispiel, aber ich könnte mir vorstellen, auch dahin zu fliegen. Das wäre auch geil, wa? So Tunesien oder Marokko wäre auch sehr interessant. Da brauchst du kein Visum. Da kannst du dir vor Ort gleich ein Visum raufkleben lassen für 20 Euro. Auch geil, Afrika. Ägypten war ich ja schon letztes Jahr. Nein, dieses Jahr. Dieses Jahr ist ja noch nicht vorbei. Ägypten war ich ja schon dieses Jahr, im Januar, vor den Pyramiden. Obwohl dort wäre es auch nochmal schön, nach Ägypten zu gehen, da nochmal zu gucken, was da so läuft. Aber nein, da waren wir. Alles, wo wir schon waren, fliegen wir erstmal nicht hin. Ja? Vielleicht in Zukunft nochmal. Oder Japan einfach. Hätte sie Bock, einfach nach Japan mitzukommen. Das wäre krass. Einfach buchen nach Hause und ab hier. Einfach abhauen. China wäre auch interessant. Korea, Südkorea natürlich. Was gibt es noch? Ja, wie gesagt, Tadschikistan, Afghanistan, da kann man auch hinfliegen noch. Wir müssen halt gucken, wie wir das machen. Ja. Also, das muss man eher ein bisschen planen, das kannst du nicht einfach so machen. Aber jetzt erstmal, lasst euch überraschen, wo ich nicht fliege. Jetzt erstmal, offiziell, gehe ich nach Hamburg. Weil ich habe keinen Bock mehr, Berlin geht mir auf die Eier hier alles, wirklich. Ich muss hier raus. Ich muss auf jeden Fall aus Berlin raus und wieder neuen Content, frischen Wind auf meinem YouTube-Kanal bringen. Ich habe gehört, dass es auch Demonstrationen in Hamburg gibt. Die ziehe ich mir auch rein. So Palästina-Demos in Hamburg. Nee, es gibt die ja nicht nur in Berlin. In Hamburg soll es noch schlimmer sein. Das würde ich mir ganz gerne mal angucken, auch filmen, euch zeigen. Und von da aus, vielleicht bleiben wir ein paar Tage in Hamburg. Von da aus fliege ich einfach irgendwo hin. Und mach einfach so einen Zufallsgenerator. Flieg einfach irgendwo hin für euch. Einfach so, Ticket buchen raus. Genau so. Und ihr seht hier, der Vibe. Der Vibe ist real. Immer noch. So muss das sein, Freunde. Meine Automaten stehen. Und das ist das zweite Video für heute Abend, Freunde. Ja, ich fahre nach Hamburg mit dem Bus. ZOB, Busbahnhof, Omnibus. Und dann von da aus bleibe ich noch mal ein paar Tage in Hamburg. Und dann gehen wir einfach spontan irgendwo hin. Marokko. Keine Ahnung, vielleicht fliegen wir einfach nach Tokio. Einfach so. Wisst ihr, ich mag diese Spontanität einfach. Ich kann einfach hinfliegen, wohin ich möchte. Und ihr seht es dann, wenn ich als Star gelandet bin. Das ist doch geil. Also Spontanität geht mir immer voraus. Sehr, sehr wichtig. Ich bin nicht gebunden. Ich bin raus aus der Matrix. Ihr wisst Bescheid. Ja? Also wir können morgen einfach in Tokio landen. Was haltet ihr davon, wenn wir morgen einfach in Tokio landen würden? Oder... Zufallsgenerator. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, wenn ich jetzt in Hamburg heute ankomme, wie wir das von da aus machen. Warum Hamburg? Weil die Flüge von dort aus billiger sind. Berlin ist ein bisschen wack. Ist ein bisschen Absturz hier. Ja? Aber ja, das war's. Also ich halte euch auf den Laufenden. Es ist Zeit zu verreisen. Ja, wir haben in Berlin nichts verloren. In der Sklaverei. Matrix! Ich bin draußen, Freunde. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video.